Liebe Foni, hier ist euer Steinwallen. Vorletzte Woche war ich in Warschau auf Einladung von 11bit Studios und dort konnte ich unter anderem erstmals die Story-Kampagne von Frostpunk 2 spielen. Und darum soll es in diesem Video gehen. Ich möchte euch ein bisschen berichten, was ich da erlebt habe, was meine Erkenntnisse sind. Bevor wir dazu kommen, möchte ich aber diejenigen, die sich vielleicht noch nicht so intensiv mit den Neuerungen von Frostpunk 2 befasst haben, auf den Stand bringen. Denn wir konnten schon vor einigen Wochen eine Closed Beta spielen. Das habe ich getan. Findet ihr auch als Playlist hier auf YouTube. Schaut euch das unbedingt an, wenn euch das interessiert. Ich will kurz zusammenfassen, was Frostpunk 2 neu macht. Als erstes kann man sagen, dass sie mutig sind in dem, was sie da vorhaben, denn sie hätten jetzt auch einfach Frostpunk 1 nehmen können und das alles ein bisschen noch ausbauen können, hübscher machen können, neue Missionen, eine neue Story und als Frostpunk 2 verkaufen können. Aber nein, sie drehen das wirklich weiter, die Idee, die Konzeption von Frostpunk. Frostpunk 1 war ja ein apokalyptisches Spiel. Man war mitten in der Apokalypse, musste dort überleben mit einer kleinen Gruppe von bis zu 100, 200, 300 Leuten. Frostpunk 2 spielt jetzt ungefähr 10, 20 Jahre nach den Ereignissen. Die Menschheit hat wieder etwas Fuß gefasst in der unwirtlichen, frostigen Welt. Insofern sind wir jetzt tatsächlich in einem postapokalyptischen Stadium. Und dementsprechend ist die Skalierung bei Frostpunk 2 auch eine andere. Wir sind nicht mehr so nah dran. Wir bauen nicht mehr so einzelne Zelte, Wohnungen, Häuser, Gebäude, sondern es geht schon um eine Stadt, die wir dort weiterentwickeln. Das heißt, man baut in der Regel Stadtbezirke. Da gibt es dann immer noch so einzelne Spezialgebäude. Aber alles ist so ein bisschen weiter größer skaliert. Das heißt, wir haben dann auch 6.000, 8.000 Einwohnern und das geht dann in die Zehntausende. Das ist das eine. Und zum Zweiten ist Frostpunk 2 ein deutlich politischeres Spiel dahingehend, dass ja jetzt es natürlich immer noch die Bedrohung von außen gibt, die Kälte und die Ressourcenknappheit. Aber die Menschen, die beginnen sich jetzt wieder ordentlich zu streiten, haben unterschiedliche Ideologien, Interessen, politische Vorstellungen und die werden ausgetragen in dieser Stadt und zwar im Rahmen eines richtigen Stadtrates mit 100 Abgeordneten, verschiedenen Ideologien, Fraktionen, die sich dort bilden und dementsprechend ist es ein viel ausgefeilteres politisches System mit Gesetzen, die man beschließen, wieder rückgängig machen kann und so weiter. Also das ist ein großer neuer Schwerpunkt von Frostpunk 2. Die Idee dahinter ist, ja, dass die Menschen plötzlich einander wieder der größte Feind sind, dass es jetzt die soziale Kälte ist, die die Menschheit bedroht, was dort simuliert wird. Und zum Dritten, das ist so der dritte Knackpunkt, den ich sehe bei Frostpunk 2, dass sie eine deutlich höhere Wiederspielbarkeit erreichen wollen, unter anderem durch einen weitaus besseren, größeren, interessanteren Sandbox-Modus, den man eben in dieser Closed Beta schon anspielen konnte. Also das ist das, was wir wissen. Neu war also jetzt aber in Warschau die Story-Kampagne, die uns dort erstmals gezeigt wurde. Und wir konnten diese, ich habe sie 2 Stunden gespielt. Es gab einen Prolog und eben dieses Kapitel 1 mehr durften wir nicht weiterspielen. Aber man kann schon sagen, es gab wirklich einiges Neues dort zu entdecken. Ich will es aber ein bisschen strukturieren. Ich beginne mal im ersten Teil damit, euch zu erzählen, was wir dort erlebt haben in diesem Prolog und in dieser ersten Kampagne, also wie die Geschichte beginnt. Und dann zum zweiten versuche ich mal so ein bisschen zusammenzufassen, was für mich jetzt die neuen Erkenntnisse sind von diesen 2 Stunden, die ich da spielen konnte. Also, das Ganze beginnt mit einem Prolog und das ist klassisch wie so eine Art Tutorial dann gestaltet, wo man sehr eng geführte Ziele hat, also bau 2 Wohnbezirke, sammel das und das und dann geht es immer weiter. Klar, um ins Spiel reinzukommen, da spielt die ganze Politik noch gar keine Rolle, da geht es jetzt erstmal wirklich um die reinen Spielmechaniken des Aufbaus und des Ressourcenmanagements. Das ist aber schon interessant gemacht, denn man beginnt dort in diesem Prolog als kleine Gruppe und findet dort so einen kaputten Dreadnought von den Vorgängern, die dort in den Frost gekommen sind und unter anderem so Eisenbahnwaggons mit Öl. Und dieses Öl wird auf diese Art und Weise schon mal eingeführt, denn das ist auch eine Neuerung von Frostpunk 2. Es gibt jetzt nicht mehr nur Kohle, sondern auch Öl. Öl, was deutlich besser und hochwertiger ist für das Heizen, das ja so wichtig ist bei Frostpunk und Frostpunk 2 natürlich auch. Also, da beginnt man dann mit diesem Dreadnought und Öl und startet dann im Dreadnought auch den Generator und das Ziel ist es dann dort,
40.000 Stück, Tonnen, was auch immer, Nahrung zu sammeln, um den Whiteout zu überleben. Das ist so ein riesiger Sturm, Schneesturm, der es unmöglich macht, dann in dieser Zeit irgendwie rauszugehen und Nahrung zu sammeln. Das sollte man, wenn man diese Anweisungen einigermaßen folgt, auch relativ simpel hinbekommen. Wie gesagt, das Ganze ist so eine Art Tutorial dann am Start. Eine Sache allerdings war ganz cool und interessant. Und zwar gab es dort auch schon so kleinere Events und man findet dort tote Menschen, die offenbar Scouts waren aus New London. Und das kennt man nun aus Frostpunk 1. Und dann konnte man im Rahmen dieses Events quasi die Frage beantworten, welche Ausrichtung hatte denn dieses New London? Eine autoritäre Ausrichtung, eine Ausrichtung auf Glauben hin oder keins von beiden? So konnte man in gewisser Weise, ich sag mal, den Spielstand oder die Art und Weise, wie man Frostpunk 1 gespielt hat oder das Szenario dort, das Hauptszenario hier mit importieren. Und das hat dann auch später, kommen wir noch zu, größere Auswirkungen tatsächlich. So, wenn man das geschafft hat, diesen kleinen Prolog, dann startet das Spiel erst richtig, und zwar so. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir hat das jetzt richtig Gänsehaut gebracht. Wir sind also wieder in New London. New London ist auch ziemlich runtergewirtschaftet. Wir sind der neue Steward und je nach dieser Entscheidung im Prolog hat man dann, so habe ich es zumindest verstanden, eine andere Ideologie, eine andere Hauptbewohnergruppe, mit der man dann dort startet. Ja, und dann beginnt dieses Kapitel 1 erstmal relativ klassisch. Wenn man diese Spielmechaniken jetzt aus der Closed Beta schon kennt, dann fühlte man sich da einigermaßen wohl. Also in Anführungsstrichen, das passt eigentlich gar nicht zu Frostpunk 2. Sich wohlfühlen, weil irgendwas geht immer schief und irgendwas gibt es immer eine Knappheit irgendwo. Also man startet mit Kohleknappheit und Überbevölkerung, muss sich dann erstmal darum ganz dringend kümmern. Dann kommt als nächstes der Bau des Forschungsinstituts, dann beginnt man die erste Forschung. Dann baut man dieses Ratsgebäude, ab dem Zeitpunkt kommt dann die Politik ins Spiel. Man kann Gesetze beschließen und es gibt dann unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, Ausrichtungen, die unterschiedliche Ideen haben, wie dann die Stadt weiterentwickelt wird. Und dann beginnt sich das ein bisschen zu öffnen und das Ziel ist es, im Umland eine dauerhafte Heizressource zu finden, weil die Kohle in der Stadtnähe die versiegt. Und das ist tatsächlich dann auch im Kapitel 1 schon eine echte Herausforderung gewesen. Da muss man ganz schön kämpfen, um das alles irgendwie auszubalancieren. Und ich habe gemerkt bei den Kolleginnen und Kollegen, die mit mir auf diesem Event waren, die ja teilweise vorher überhaupt gar keinen Bezug hatten zu Frostpunk, die waren völlig überwältigt und sind da ganz, ganz doll ins Trudeln gekommen. Und das will das Spiel, glaube ich, auch. Aber wenn man Erfahrung hat mit Frostpunk 1 und auch die Beta schon gespielt hatte oder in dem Sandbox schon Erfahrung gesammelt hat, dann kam man in diesem Kapitel 1 zumindest auf mittlerer Schwierigkeitsstufe ganz gut zurecht. Aber es war wirklich spannend und fordernd, das kann man schon mal sagen. Und am Beginn tatsächlich auch
Events, die das Szenario da voranbringen. Politik kommt ins Spiel. Man beginnt das Frostland zu erkunden und das stellt sich auch wirklich als riesig heraus mit vielen, vielen, vielen Möglichkeiten. Und was dann sehr, sehr spannend war, man stößt dann auf der Suche nach dieser dauerhaften Ressource tatsächlich auf die Region, die man im Prolog gespielt hat. Diese, ich nenne sie mal Tutorial-Region. Und es stellt sich heraus, dass es diese kleine Siedlung, die man da aufgebaut hatte, die ist schon wieder untergegangen. Die Leute sind gestorben. Aber das Öl ist zumindest noch da und das nutzt man jetzt für, ja, für dieses Ziel dieses ersten Kapitels. Man baut dann nämlich auch eine Straßenverbindung zur Stadt, um dann das Öl zu transportieren. Und das Entscheidende allerdings, und das war schon eine erste neue Erkenntnis und damit leite ich gleich über in den zweiten Teil. Es ist nicht einfach nur so wie bei Frostpunk 1, das ist quasi so eine Ressourcenquelle, die dann dauerhaft die Stadt versorgt. Nein, man kann offenbar mehrere Städte oder man wird mehrere Städte gleichzeitig managen müssen in Frostpunk 2. Man schaltet also zwischen den Siedlungen hin und her. Das geht also vom Interface auch sehr, sehr schnell. Ähnelt so ein bisschen wie, ich sag jetzt mal einfach, Anno 1800, wo es ja auch verschiedene Siedlungen auf den verschiedenen Inseln gibt. Oder teilweise dann auch noch in der neuen Welt und so. Also so ist das dort auch organisiert. Und das ist natürlich, das war für mich völlig neu, hatte ich überhaupt nicht mitgerechnet. Und bringt dann ja natürlich nochmal eine komplett neue Ebene mit ins Spiel, weil man dann ja beginnt, ja, über Ressourcen, Spezialisierung nachzudenken, über die Logistik, die Sachen zu transportieren und so weiter. Das spielt dann alles eine Rolle. Also, was sind die neuen Erkenntnisse? Das ist auf jeden Fall schon mal ein Punkt, zu dem komme ich nachher noch mal ein bisschen ausführlicher. Für mich ganz wichtig, weil viele auch von euch hatten da, ich sag mal, eine große Skepsis auf den ersten Blick. Dahingehend, dass das Spiel eben nicht mehr so nah dran ist. Und die Gefahr ist natürlich dabei, dass das zu so einem abstrakten Aufbauspiel wird, 0815, wie man sie vielleicht schon oft gespielt hat. Aber da kann ich euch also da kann ich Entwarnung geben, zumindest ist das mein Eindruck. Das Spielgefühl war ebenso intensiv, wie ich es aus Frostpunk 1 kenne. Also die Dramaturgie, die Gefahr, die Bedrohung, die war da. Ich habe es wirklich intensiv gespürt. Ich wollte auch unbedingt weitermachen eigentlich. Und zwar einerseits durch diese Soundkulisse, durch die immer wieder, ja, eine bedrängende Knappheit an Ressourcen, an Problemen, die man zu bekämpfen hat. Und wirklich eine dichte, aber auch nicht zu nervige Abfolge von Events unterschiedlichster Art. Und die auch wirklich dann sehr konkret einen ranführen an die Probleme, wo dann auch einzelne Menschen sich äußern. Es wird unterschieden zwischen so richtigen Events, wo man dann Optionen hat und so Einblendungen einzelner Bürger, die einen dann schon auf bestimmte Probleme aufmerksam machen. Und das hat dann auch durchaus Folgewirkungen. Es gibt dann dementsprechend, ich sag mal, richtig dezidierte Szenario- oder Kampagnen-Events, die dann wirklich auch innerhalb Ka der Kampagne eine bestimmte Geschichte voranschreiben. Das merkt man. Aber es gibt auch Events, die einfach prozedural mit der jeweiligen Situation dann zu tun haben. Je nachdem, was man erforscht hat, welche Gesetze man hat oder eben nicht hat, kommen dann entsprechende Events, die damit zusammenhängen. Was weiß ich, zum Beispiel, wenn man sich für so eine Kohleabbauforschung entschieden hat, die jetzt mit diesem Kohlestaub besonders irgendwie noch letzte Effizienzen rausholt, dann gibt es vielleicht ein Event, was damit zusammenhängt, dass Leute irgendwie Staublunge bekommen oder solche Geschichten. Oder man hat noch kein Gesetz beschlossen, was mit den Kindern passiert. Dann kommen plötzlich so Kinderbanden, die die Stadt unsicher machen und es wird klar, man muss sich irgendwie darum kümmern, kann man ein Versprechen geben, dass man sich darum kümmert und, und. Also, das ist sehr kontextabhängig, aber sehr, sehr dicht erzählt und sehr eindringlich erzählt. Also ich hatte genau das gleiche intensive Gefühl dabei. Das Zweite, was mir jetzt nochmal richtig deutlich geworden ist, in der Beta kam das schon so ein bisschen raus, aber jetzt sehr viel klarer. Das Spiel ist auch, was die Spielmechaniken, was die Aufbau-Survival-Mechaniken betrifft und alle anderen auch, nochmal wirklich komplexer und umfangreicher. Insbesondere den Punkt, den ich eben schon genannt habe, dass man mehrere Siedlungen dann zu managen hat und die Interaktion zwischen denen, ne? Also wenn zum Beispiel die eine Siedlung
Also da müssen dann auch Bewohner hin, die dort dann natürlich auch versorgt werden muss. Das heißt, man muss sich überlegen, gibt es dort Nahrungsquellen oder muss man vielleicht aus der Hauptstadt eine Mehrproduktion haben und dort die Nahrung hinschicken, um dann irgendwie dort vernünftig Öl abzubauen. Aber Ölabbaustätten kosten Arbeitsplätze natürlich, oder man braucht viele Arbeiter. Man braucht Arbeiter, die müssen halt ernährt werden. Und dann ist das immer eine Abwägung, wie viel braucht man, wie viel kann man hinschicken, wie viel ist vor Ort an Nahrung vorhanden und. Also schon allein ist das ist komplexer und umfangreicher. Aber es gibt auch insgesamt mehr Ressourcen, zumindest eine mehr. Sie haben Kohle und Holz zusammengelegt zu einer Ressource, mit der man baut. Dafür gibt es so eine Zivilgüterressource. Und es gibt jetzt neu so eine Art Währung, Heizmarken, die als Währung sich etabliert haben. Die sind neu dazugekommen. Bestimmte Aktionen, auch Forschung, muss damit entsprechend bezahlt werden. Also auch das wird ein bisschen komplexer. Dann die Forschung ist, glaube ich, deutlich ausgebaut und auch noch interessant verknüpft mit dem Politiksystem, denn die unterschiedlichen, ich sag mal, Fraktionen, die unterstützen unterschiedliche Art der Forschung. Es gibt jetzt nicht immer nur eine Sache, die einfach eindeutig besser ist, sondern es gibt ein Problem, wie verbessern wir die Kohleförderung, und dann gibt es für dieses Problem zwei, manchmal auch drei oder vier verschiedene Arten, um das zu verbessern. Und da muss man sich schon im Forschungsbereich dann entsprechend entscheiden. Das hat dann wieder politische Auswirkungen, weil die eine Fraktion mag das, die andere nicht und so weiter. Also dieses Forschungsthema ist größer. Dann natürlich das schon angesprochene Politik- und Gesetzgebungssystem. Dahingehend, dass es jetzt viel flexibler ist. Es gibt auch mehr zu regulieren. Man kann auch, also es baut jetzt auch nicht wie so ein Baum aufeinander auf, sondern man kann sofort in verschiedenen Bereichen was tun. Es gibt immer einen Cooldown, ich glaube 10 Wochen oder so muss man warten, und dann kann man das nächste Gesetz einreichen. Und vor allem, und das ist das Entscheidende, man kann es nicht einfach bestimmen, sondern es gibt eben diese Fraktionen, also es gibt diesen Rat mit den verschiedenen Fraktionen, und man muss Mehrheiten bekommen. Und das ist halt super interessant, weil das ist häufig sehr unklar. Man muss dann einer Seite Versprechungen machen, dass man zum Beispiel als nächstes Gesetz das macht oder diese Forschung macht oder was weiß ich, irgendwie hier ein Gebäude baut. Und diese Versprechungen muss man dann wieder einhalten. Wenn sie es nicht tun, dann werden sie sauer und dann ist das nächste Mal das super schwierig. Und das greift alles wunderbar ineinander. Also, und es ist auch viel flexibler. Man kann Gesetze einfach einführen oder wieder auch verändern. Das war bei Frostbank 1 ja auch nicht möglich. Und auch das Frostland, die Umgebung ist viel, viel größer. Da passiert viel, viel mehr. Ich sprach ja schon davon, dass mehrere Siedlungen zu Menschen sind. Straßen müssen gebaut werden, verknüpft werden. Es gibt dann später, glaube ich, sogar ein Schienensystem und. Man hat auch mehr Trupps zur Verfügung, die dann gleichzeitig Dinge tun. Also tatsächlich, das Spiel dreht nicht nur das Spielprinzip weiter, sondern ja, es ist auch einfach mehr von allem am Ende. Aber auch hier gleich eine Entwarnung. Meines Erachtens ist es komplexer, aber nicht komplizierter geworden. Im Gegenteil, sie haben bestimmte Mechaniken auch entschlackt. Ich erinnere nur an das Micromanagement bei Frostpunk 1, wo man wirklich ja jeden einzelnen Arbeiter in den Gebäuden bestimmen musste und dann immer, wenn einer krank wurde oder so, umdisponieren musste, oder die Kinder sollten jetzt da arbeiten und da arbeiten. Das war viel, viel Klickerei. Das fällt jetzt weitestgehend weg, weil man, also Arbeitskraft ist immer noch ein Riesenthema, aber das läuft über Distrikte, die man baut, also Abbaudistrikte, Wohndistrikte und ähnliches, Güterproduktion und so eine Geschichten. Und so ein Distrikt oder Nahrungsproduktion erfordert halt eine bestimmte Anzahl von Arbeitern. Die muss man halt zur Verfügung haben. Und da ist es dann wirklich eine Schwerpunktsetzung. Brauche ich jetzt noch einen dritten Nahrungsdistrikt oder baue ich jetzt hier lieber noch Kohledistrikt, weil Heizung knapp wird, dann sind die Arbeitskräfte halt irgendwo begrenzt. Aber wenn man so ein Ding gebaut hat, dann arbeiten da eben diese 400 oder 600 oder 300 Leute drin, und man hat dann ein bisschen Möglichkeit, das noch zu justieren. Zum Beispiel, indem man für eine gewisse Zeit das Ganze nicht arbeiten lässt, also schließt, dann hat man die Arbeiter wieder frei, oder nur so halbe Schichten macht, dann arbeitet dort nur die Hälfte, aber produziert dann auch nur entsprechend, ich glaube auch, die Hälfte. So hat man ein bisschen Justierung, das nutzt man auch ab und an, aber nicht so häufig wie dieses Micromanagement. Vor allem, was richtig cool gelungen ist, aber beim Thema nicht komplizierter, man hat ganz oben immer sehr präsent so 5 Bereiche, die so in Kreisform dargestellt sind, auch ästhetisch fantastisch gemacht, denn je problematischer oder je kritischer ein Bereich ist, umso mehr ja, tropft da runter so eine schwarze Flüssigkeit, und dann füllt sich unten so eine blubbernde Anzeige, das zeigt sozusagen, wie es brodelt in der Stadt. Und diese 5 Bereiche, das sind Wärme, Nahrung, dann so die
ich sag mal, die Substanz der Infrastruktur, sind die Gebäude alle kaputt oder heil? Das ist ein Thema Gesundheit und Kriminalität. Und alle möglichen Elemente aus dem Spiel fließen dort ein. Bei Wärme ganz klassisch. Wie läuft der Generator? Hat man da genug Ressourcen? Hat man genug Häuser für die Leute? Oder leben manche draußen? Bei Nahrung ist klar, das ist relativ simpel. Bei Infrastruktur ist es so, dass alle Gebäude brauchen zum Unterhalt Ressourcen. Sind die dort? Sind die entsprechend nicht dort? Bei der Gesundheit fließt dann zum Beispiel das ein, was, wenn es bei Wärme fehlt, also wenn die Leute frieren oder man Hunger hat, dann werden die natürlich krank, dann ist Gesundheit ein Problem und Kriminalität spielt eine Rolle, ich glaube, bei der Güterproduktion oder allgemein bei der politischen Stimmung und so weiter. Es gibt ja natürlich auch so Wachstationen, die man später noch bauen kann. Aber das ist alles super verzahnt mit entsprechenden Gesetzen, wo das einfließt, mit Gebäuden, Technologien, die man nutzt, also bestimmte Technologien befördern dann zum Beispiel die Krankheit, dieses sogenannte dieses Kohlestaubding, von dem ich sprach. Das führt dann zum Beispiel zu mehr Krankheit. Und alles, was man tut, hat irgendwo eine Auswirkung. Und das muss man alles irgendwo in der Balance halten und immerzu irgendwelche Kompromisse machen. Aber diese fünf Bereiche, die sind sehr deutlich irgendwie dargestellt. Und man hat stets das Gefühl, okay, man weiß, wo die größten Probleme sind, ohne jetzt irgendwie einzeln die Distrikte anzuklicken oder sich durch irgendwelche Statistiken zu fummeln. Das ist wirklich gut gemacht. Und man weiß dann auch, in der Regel, was zu tun ist. Relativ simpel. Ne? Also da kann man dann gucken, gibt es Technologien, die einem helfen. Das ist auch dann sehr schön, immer mit Symbolen gekennzeichnet, die einzelnen Bereiche. Gibt es Gesetze, die einem helfen? Muss man einfach irgendwas Neues bauen und, und. Also ich kam eigentlich sehr schnell rein und hatte nie Probleme mit dem Management der zusätzlichen Komplexität. Und zu guter Letzt ist noch eine weitere Erkenntnis, dass sie nicht nur über diesen deutlich erweiterten und, wie ich finde, sehr interessanten Sandbox-Modus, den sie ja schon gezeigt haben, Wiederspielbarkeit herstellen, sondern eben auch das Versuchen, über diese Story-Kampagne zu machen. Viel mehr als bei Teil 1. Und zwar an verschiedenen Dingen wird das bemerkbar. Es geht schon los bei dieser ersten Mini-Entscheidung im Tutorial. Ne? Wo ist man in Frostpunk 1? Welchen Weg ist man gegangen? Das ändert die Startsituation. Aber allein die Möglichkeiten, die man sofort hat, technologisch dies oder das zu machen, politisch dies oder das zu machen, auf der Stadtkarte in diese oder jene Richtung zu gehen, sich erst auf diese oder jene Ressourcen zu stürzen, führt zu einem wirklich anderen Spielverlauf. Ich habe das deswegen bemerkt, weil ich leider auch mein Gameplay nicht aufnehmen konnte und auf eine B-Roll, ein Videomaterial angewiesen ist, das ihr hier schon im Hintergrund seht, dass jemand anders aufgenommen hat, die Entwickler. Und der hat dieses ganze Ding völlig anders gespielt als ich. Also daran sieht man das auf jeden Fall schon. Aber auch durch weitere Sachen, und zwar eine entscheidende Sache war für mich auch neu. Und zwar ist es so, dass man, wenn man so ein Kapitel abgeschlossen hat, und wir durften ja nur das erste Kapitel spielen, dann offenbarte sich dort so eine zentrale Entscheidung. Und ich vermute, dass diese ganze Story-Kampagne eben über viele Kapitel geht und dass am Ende jedes Kapitels eben so eine wichtige Grundsatzentscheidung zu treffen ist, die man, glaube ich, als Steward auch alleine trifft. Die muss nicht vom Rat abgestimmt werden. Und das war zum Beispiel, nachdem man jetzt Öl gefunden hatte dort, die Entscheidung, will man versuchen, die Hauptstadt oder diese Stadt, sage ich jetzt mal New London, dort alles zu konzentrieren und das Umland quasi nur zu nutzen, um die Ressourcen dorthin zu bringen? Oder will man in die Fläche bauen? Will man viele verschiedene Siedlungen haben und ja, die Ressourcenproduktion in gewisser Weise verteilen? Das war eine Grundsatzentscheidung, die man tatsächlich dann am Ende von Kapitel 1 treffen konnte. Und ich gehe fest davon aus, dass das den Weg, den man dann in dem weiteren Verlauf der Kampagne einschlägt, sehr, sehr stark verändert. Sie haben auch ausdrücklich gesagt, sie haben sehr viel Gehirnschmalz da reingelegt, wie man eben auch diese Kampagne, also wie man auch in dieser Kampagne die Wiederspielbarkeit erhöhen kann. Und ich glaube, also es macht wirklich den Eindruck, dass dies gelingen kann, weil man eben auch politisch völlig anders vorgehen kann. Man kann die eine Gruppe zum Beispiel sich auf die Seite der einen Gruppe stellen und versuchen, die andere einfach zu entmachten, zu marginalisieren und dann nur mit der Macht der einen Gruppe zu kämpfen. Oder dann im nächsten Run macht man dann das andere. Also da erwartet uns einiges. Auch insgesamt vom Zeitrahmen oder vom Umfang
glaube ich, diese Story-Kampagne ist mit Abstand größer als diese Hauptmissionen, die es bei Frostpunk 1 gab. Allerdings wird es wohl, glaube ich, erstmal nur eine große Story-Kampagne geben, aber dafür eben diesen wirklich ausgebauten Sandbox-Modus, der, und das ist jetzt das Letzte nochmal als kleine Erinnerung an diese Beta, der so funktionieren wird, dass die Vielfalt erstens durch vier verschiedene Karten kommt, die man spielen kann. Die Karten sind groß, ne? Also dieses Frostland, das bespielt man hier richtig. Und damit auch natürlich unterschiedliche Ressourcen, wahrscheinlich unterschiedliche kleine Events und so weiter. Aber auch durch die vielen verschiedenen Ideologien, die die Einwohner haben können in einer Stadt. Und es wird immer zum Start, glaube ich, immer zwei Gruppen quasi beim Sandbox mit in die Stadt gepackt, die dann ja sehr unterschiedlich die Dinge handhaben wollen, aus denen sich dann auch so extremistische Fraktionen bilden. Und je nachdem, mit welchen Gruppen man da startet, da soll es 10, also sie haben keine genaue Zahl genannt, aber es werden über 10, vielleicht sogar deutlich mehr noch werden. Und das verändert dann auch sehr, sehr stark das Spiel, so dass beides zusammengenommen, Sandbox und Kampagne, glaube ich, eine deutlich höhere Wiederspielbarkeit und insgesamt das Spiel auch eine deutlich höhere Spielzeit ermöglicht. Ja, kurz und gut, mein wirklich guter Eindruck aus der Closed Beta hat sich hier nochmal bestätigt und verstärkt. Ich freue mich wahnsinnig auf Frostpunk 2. Da kommt was auf uns zu. Release ist, glaube ich, am 25. Juli. Ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf, aber müsste so sein. Ist gar nicht mehr so lang hin. Darauf können wir uns alle freuen. Also, bis dahin macht's gut, euer Steinwald.